Oh, Horrorblick. Und... Phil Aeroth. Ja, okay. Gleich mal als Erklärung. Grants, wenn du das siehst, mach mal bitte nicht so, dass du eine Attacke ausführst, während du speicherst. Das ist immer ein bisschen blöd zu koordinieren mit dem Aufnahmeprogramm, dass ich das auch wirklich alles erwische. So, gut, gucken wir mal. Jens wird das sein, weil der Titel war Grants Fickt Jens. Denke ich mal auf 4 Pokémon-Eingänge dabei. Dann machen wir Durchbruch. Natürlich nicht, nein. Horrorblick können wir natürlich nicht. Keine Pokémon wechseln, die wir hier haben. Ah, Burner ist auf 26. Ich glaube, der ist ein bisschen gestiegen. Fake Tree wohl auch bekämpft. Okay, sonst haben wir keinen neuen Pokémon. Leider. Dann machen wir gut, machen wir Eoras. Spukball. Ja, macht eigentlich nicht so viel. Dachte ich zumindest, aber okay. Gengar hat einen guten Spezialangriff und deswegen wird es auch schön daran gelegen haben. Ja, nutzt deine Beere. Und ich hoffe, wir halten einmal aus. Ja, ich hoffe es mal. Hypnose. Ja, daneben Glück gehabt. So, okay. Nein. Jetzt wird aber ein Trank einsetzen, höchstwahrscheinlich. Nochmal Hypnose und wieder daneben. Das ist natürlich gefährlich. Wenn er Traumfresse hat, wer weiß. Phil bekommt Erfahrungspunkte. Apollo. Möchtest du wechseln? Natürlich. Jetzt, wo er Gänger weg ist, können wir auch wechseln. Los, Burner. Ah, sehr schön. Apollo. Und jetzt zeigen wir, was schwere Stärke ist. Oh nein, noch nicht. Ich glaube nicht an den Sieg. Flammenwart. Nachtnebel. Ja, Nachtnebel macht genauso viel Schaden wie die Stufe des Gegners, heißt 23. Jung. Aber ich habe noch viel härter trainiert als keiner. Blut müsste ausreichen. Wenn er nicht Heiltrank einsetzt. Ja. Einmal würden wir das mal aushalten dann. Genau. Sehr schön. Apollo wurde besiegt. Der Burner erhält Erfahrungspunkte. So wie ich mir hoffe. Leiter Jens besiegt. Ich verstehe das einfach nicht. Ja, das verstehe ich auch. Meine Fähigkeiten im Kampf sind an sich nicht so viel schlechter als deine. Ach, denkst du? Aber du scheinst etwas anderes zu besitzen, das ich niemals... Aber gut, hier, nimm diesen Orden. Good Boy erhält Phantomorden. Mit dem Phantomorden gehören dir jetzt Pokémon bis Level 50. Aber das ist noch nicht alles. Deine Pokémon können nun auch Attacke Surfer außerhalb des Kampfes einsetzen. Und jetzt, nimm bitte noch das hier. TM30. Good Boy verstaut TM30, ja. Darin befindet sich Spukball. Diese Attacke verursacht nicht einfach nur Schaden des Gegners, sondern senkt auch seine Spezialverteidigung. Wenn es dir gefällt, könntest du sie gerne nach Belieben einsetzen. Ja, nach Belieben nicht ganz, aber los, jetzt fahren wir runter. Und sind am Anfang ohne raus hier. Gut, Bodo. Bodo ist toll. Hallo Bodo. Guten Morgen, Good Boy. Bodo am Apparat. Noch müde? Mein Anton wird... Ich dachte, das wäre ein anderer. Nee, bis später, Tüt. Ich dachte, das war derjenige, der hier die Safari-Zone leitet. Raus hier. Okay. Dann erstmal ein ordentliches Pokémon werden wechseln lassen hier. Tausch. Okay. Gut, damit haben wir das auch geschafft. Den Arena-Leiter besiegt. Der vierte Orden haben wir jetzt mit drin. Da halten wir uns mal kurz. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir nach Westen hinaus. Denn da müssen wir zum Leuchtturm. Heuer werden wir noch eine coole, kurz kleinen Abstecher machen. Und ja, ihr habt schon gesehen, wie spät es jetzt bei mir ist da. Ja, ich mache am Sonntagmorgen noch zufällig aufnehmen und hat doch ganz gut geklappt, die Möglichkeit das zu machen. Auch wenn ich jetzt ein bisschen angeschlagen und leicht kränklich bin, aber na gut, was soll's.
Machen wir trotzdem mal schnell ein bisschen Pokémon. Wir haben schon wieder 5 Minuten um. Was ist denn das hier für eine Zeit? Na gut, hier, Trainer, komm her. Wir müssen ja trainieren. Ich habe die ganze Welt bereist, deswegen kenne ich alle Pokémon-Arten. Ja, mach dich aber nicht besser im Kampf, denke ich mal. Felino. Oh, das ist ja super. Los, Burner. Hat er eigentlich schon... Nee, hat er noch nicht. Ich frage mich, ob welcher von uns stärker... Lebensschuss. Ja. Sehr effektiv. Und senkt die Initiative. Ja komm, wir setzen mal ein anderes Pokémon ein. Phil. Los, Phil. Einfach klar. Nehmen wir auch Items, die sie tragen? Okay, müssen wir mal schauen. Durchbruch. Was für Items, die da noch haben jetzt hier? Okay. Kühlung besiegt, Burner-Erfahrungspunkte, Füll-Erfahrungspunkte. Ist nicht viel, aber etwas. So, ab nach Hause mit. Und da wollen wir mal kurz gucken. Pokémon. Burner. Bericht. Der müsste Holzkohle haben, glaube ich. Wenn es nicht geändert wurde. Warum war es denn hier? Hallo? Holzkohle, ja, da sind wir es. Und ein Item. Persimbeere, gut. Und die Sanftglocke, gut. Meinetwegen. Wichtig ist eigentlich, dass wir bald Server haben. Server haben wir ja, aber wir haben auch ein Pokémon, was ja verlust. Also die Frage, ob jemand das jetzt empfängt. Ja, wir müssen bald ins Main ausholen. Naja. Das ist ein bisschen blöd, wenn wir deine Kids-Server zur Verfügung haben. Mal schauen, ob jemand anders das dann macht. Achso, ich habe jetzt ganz vergessen, so cool ich ihn. Ja, die Donnerwelle, macht mal ruhig. Ist zwar ein bisschen nervig, aber ist egal. Wir haben ja Parallele, aber das ist jetzt erst im Endeffekt, das könnte sein. Sonst paralysiert mich das Vieh nochmal. Watti, ja, unser Wattrolle ist eigentlich... Ja, was mit dem eigentlich? Enton, schaffen wir auch so. Enton. Ah, Stärke muss ich heulen. Ach Gott. Aussetzer fehlgeschlagen. Los, nochmal Rucksack-Gieb. Ah, okay, jetzt haben wir auch noch Aussetzer. Gut, sehr schön. Dann tauschen wir nochmal wieder durch. Paras. Nein. Obwohl, Paras. Ich will mal was testen. Los, Paras, du schaffst das. Aquaknarre. Na komm, halt durch, halt. Oh, armes Paras. Du enttäuschst mich. Phil. Los. Gut, stimmt, dass der Burner nicht für immer bleibt. Aber er wird zumindest die erste Pokéliga beschreiten und in dem Folge sollte er schon ein bisschen Level haben. Deswegen sollte man schon ein bisschen damit... Der Burner erreicht 27. Ein bisschen trainieren. Finde ich schade, wenn es nicht gemacht wird. So. Gut. Du kennst dich ja aber gut mit Pokémon aus. Nach dem Kampf geben mir Jungs immer Items. Ah, so. So wird man heutzutage bezahlt. Manchmal weiß ich gar nicht mehr, wohin damit. Wenn du möchtest, kann ich dir welche teilen. Gib mir die Nummer. Ja, na klar. Einer hat mir sogar beim Blattstein gegeben. Ganz cool. So. Wenn du das nächste Mal etwas nach einem Kampf bekommst, teile ich es mit dir. Bin ich deshalb ein schlechter Mensch? Nein, bist du nicht. Keine Sorge, brauchst dich nicht ritzen. So. Paraheiler. Haben wir 6 Stück noch? Das ist doch toll. Okay. Schaffen wir es noch in die nächste Stadt? Da unten haben wir noch einen Trainer. Und hier haben wir auch noch einen Trainer, stimmt. Ich glaube, wir schaffen es gar nicht in die nächste Stadt. Auf jeden Fall will ich noch was offscreen machen. Überleg, ob ich dann eine Minute noch sein lasse oder... Mal schauen. Fantimos. Ja. Und... Achso, ich wollte auch mal Stärke bringen. Ich
weiß gar nicht, ob überhaupt jemand Stärke kann von denen rein. Vielleicht Aaron. Aber es wäre schade, wenn Kopfnuss weggegangen wäre wegen Stärke. Meditation! Erhöhte Spezialangriff und schwarze Verteidigung! Aber das bringt hier gar nichts. Dachte ich zumindest jetzt nur das. Und den Spezialangriff. Dachte auch schwarze Verteidigung. Yeah, besiegt. Mann, Burner, du legst aber ordentliche Zeug zu. Schulkindlos. Ich wusste, ich habe noch nicht genug gelernt. Ich fürchte, ja. Fürchte heißt das, Junge. Lern doch mal Deutsch. Oh, ist das etwa ein Pokédex? Heißt das doch etwa, du kennst Professor Eich? Ich wirklich, ist ja großartig. So ist die Stimme besser. Ich träume nämlich davon, ein Pokémon-Forscher wie Professor Eich zu werden. Du bist mir eine Nummer, wir könnten ja über Professor Eich reden. Ah, nein. Na gut, hier. Die Nummer wurde im Pokécom registriert. Du hörst dir doch auch Professor Eichs Pokémon Talk Radio einmal an. Nein, mach ich nicht. So, ja, obwohl, müsste ich eigentlich doch dann sehen. So, ich belle. Zack. Stärker. Vergessen. Ja. Beibringen. Kennt Attacke. Fake Tree kann Stärke? Ich hoffe, ihr habt keine scheiß Attacke verlernt. Vor allem wird Fake Tree nicht drin sein. Deswegen gleich mal hier. Ja. Burner das beibringen. Ja. Auch cool. Ey, zurück. Stärke alle? Stärke nicht alle? Doch! Ach nein! So, mal erstmal auch klarkommen. So, ja, soll ersetzt werden. Welche Attacke soll es ersetzt werden? Und zwar Rauchwolke. Vergessen. So wichtig ist die Attacke jetzt auch nicht. Schwupp. Rauchwolke vergessen und Burner stärker lernen. Hey. Da würde ich sagen, machen wir den Trainer da unten noch. Ich hoffe mal, das geht schnell. Fix. So, Hallöchen, du bist doch bestimmt so nett. Und lässt mich sehen, welche Pokémon du hast. Ja. 3 Minuten hätten wir noch gut. Hospos. Sehr schön, dass du mit solchen Pokémon angreifst. Ich glaube, die hat auch noch die Hospos und Weiterentwicklung dabei. Ist natürlich Flug. Pflanze. Und damit empfindlich gegen uns. Und Hupflug, die Weiterentwicklung davon. Gleich mal wieder killen mit Flammenrad. Das ging dann doch schneller als ich dachte. Also sehr effektiv. Und jetzt wo wir Stärke haben, haben wir auch einigermaßen eine normale Fähigkeit, die auch einigermaßen gut eingesetzt werden kann. So, Geld nach Hause gesendet. Keine Ahnung, was jetzt gelabert hat. Das ist mir auch egal. Meine Frau hört mir eh nicht zu, wie so ein Blabber. Sollte jetzt eine Frau nicht hören. Okay. Oh, guck mal, wen wir da haben. Boba, oder Bauba, so heißt er nämlich. Das ist der Kerl, der auch im ersten Teil dieser Safari-Zone geführt hat und seine Zähne verloren hat. Und deswegen... Mein Kind, ach da. Sehe ich richtig? Dieses Ding, das du beide trägst, ist ein Pokédex, oder? Ach ja, da werden Erinnerungen wach. Mein Name ist Bauba. Bis vor kurzem habe ich die Safari-Zone in Fuchsiana City geleitet. Aber es tauchen immer neue Parks auf. Und irgendwann bleibt meine Safari-Zone hinter der Konkurrenz zurück. Also ergreife ich die Initiative und eignete mir im Ausland einige neue Kniffe an und entschiede mich für einen Anomiesta, eine neue Safari-Zone zu eröffnen. Dass wir zwei hier uns kennenlernen, ist bestimmt großes Schicksal. Wenn du das hier kein Grund dafür ist, die Telefonnummer auszutauschen, was? Wenn die Safari-Zone eröffnet wird, mein Schöner rutscht schon wieder raus, bist du der Erste, der davon erfährt. Also, wollen wir die Nummer tauschen? Ja. Natürlich wollen wir die Nummer tauschen. Ja, ist ja schön. Keine gute Antwort. Goldball hält Boas Nummer und Pokémon registriert. Wenn die Safari-Zone fertiggestellt ist, melde ich mich und bei dir auf Pokémon. Okay. 14 Minuten 39. Ist du auch noch Trainer? Ja, dann mache ich mal den Trainer hier noch schnell. Und dann kann ich sagen, werde ich Paras trainieren? Machen wir schnell los. Hier, oh Gott, 2. Aber dann werden wir
Ich werde nicht hier rausfassen. Machen wir halt ein bisschen länger. Egal. Die anderen machen auch immer länger. Stöcke. Und das Paras-Trainieren mache ich eigentlich nur, damit ich Frank ein bisschen helfen kann. Ah, setz ruhig Ackerknarre ein. Denn... Sehr effektiv, aber du hast die scheiß Spezialangriff. Und dann kann er sich hoffentlich nächstes Mal Aroa fangen. Ich werde noch darauf hinweisen, dass er das machen kann. So, Fleckmann besiegt, Brunner halt Erfahrungspunkte. Fleckmann wieder einsetzen, nochmal eins. Ja, toll. Und ich hoffe, ihr sitzt danach so, dass es nicht böse meint, dass ich ein bisschen länger mache. Es ist ja schon über 15 Minuten 30. Und Paras dürfte sich auch nicht, glaube ich, nicht zu Parasek entwickeln, wenn nicht, muss ich dann auch noch nicht fühlen. Probieren wir es trotzdem mit dem Flammenrad dann. Fluch erhöht nämlich auch die Verteidigung und ja. Ach Gott. Fluch. So, ich werde den aber genau hier rauslassen vor dem Psycho und der kann dann. Oder vor dem Mealtank farmen und dann kann er das mal die Mealtank farmen nichts mehr machen. Das Stärke wäre jetzt blöd gewesen. Jetzt würde ich nämlich den Nachteil sehen, wie viel Stärke noch macht als Schaden. Ich kaum was. Immer Fluch. Also damit will ich mich erstmal verabschieden und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, dann fängt Frank auch ein Abra. Und jetzt machen wir schon eine Minute nachher wegen diesem scheiß Flagmon hier. Dieses dämliche Flagmon. Nicht sehr effektiv. Kopfnuss, ja, egal. Boah, hat das drin gehauen. Flammenrad. Gut, und wie gesagt, euch dann noch einen schönen Tag. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ja, und dann wieder bei Frank, der hoffentlich dann, wie gesagt, ein Abra fängt. Was er schon lange machen wollte. Psycho Maximo, nicht schlecht, du hast viel Talent in deinem Team. Ja. Und ciao.